Prozent Mitte der 60er Jahre auf 23% des Bruttosozialprodukts 1981. Dazu passt, dass die Bundesrepublik Deutschland bei wichtigsten Zukunftstechnologien den Anschluss verlor. Obwohl der Staat Milliarden in die Forschung pumpte, wurde der Vorsprung in der Kernenergie verspielt. Gelangt bei der Mikroelektronik nicht der Vorstoß in die Spitzengruppe, sind wir in der Biotechnologie ein Mr. Nobody. Bei Willy Brandts Amtsantritt gab es 179.000 Arbeitslose. Jeder von ihnen konnte zwischen 4 offenen Stellen wählen. Als Helmut Schmidt in der vergangenen Woche vor dem Bundestag den sozialliberalen Pakt für beendet erklärte, waren 1,79 Millionen Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Genau 10-mal so viel wie 13 Jahre zuvor. Und diesmal kam auf je 18 Arbeitslose nur eine als frei gemeldete Stelle. Er räumt dann ein, nicht alle Probleme sind von außen aufgezwungen worden. Ich zitiere auch das. Das gilt aber für die finanzielle wie personelle Aufregung des öffentlichen Dienstes und die Finanzpolitik ebenso wie für die Misserfolge in der Forschungspolitik. Es ist dann die Rede, meine Damen, meine Herren, ich will das nicht alles im Einzelnen vortragen, über die Personalzusatzkosten, über die Arbeitskosten, über die Sozialkosten, über die Krankheitskosten. Und dieser Aufsatz in die Zeit schließt dann mit dem Satz, meine Damen und Herren, schließt dann mit dem Satz, wenn jemand, nun hören Sie mal gut zu, wenn jemand mit dem Ellenbogen arbeitet, dann sind es heute die Ausbeuter des Sozialstaates, die den wirklich Bedürftigen mehr als nur den Sitzplatz in den öffentlichen Verkehrsmitteln streitig machen. Meine Damen und Herren, in dieser Bilanz fehlt auch noch, dass der Wohnungsbau ja sicherlich nicht durch die OPEC oder die Ölscheichs zum Erliegen gekommen ist. Es fehlt, dass die Abgabenquote von 34% auf 38% gestiegen ist. Und jetzt zitiere ich den Herrn Bundeskanzler aus seiner in der Frankfurter Rundschau, also nicht irgendwie beschafften, veröffentlichten Rede vor der SPD-Bundestagsfraktion am 22. Juni 1982. Er sagt da, geholt haben wir das Geld beim Arbeitnehmer. Das muss man ja wissen. Geholt haben wir das Geld beim Arbeitnehmer. Meine Damen, meine Herren, wer hier ein soziales Gewissen hat, der wird hier sehen, man nimmt dem Arbeiter viel und gibt ihm weniges zurück. Was das ist, können Sie dreimal raten. Christlich-demokratisch, christlich-sozial oder liberal ist das bestimmt nicht, meine Damen, meine Herren. Nun, in dieser Lage ist es nun eben dringend nötig, dass eine neue Mehrheit mit einer neuen Regierung ein neues Programm vorlegt und sich dann den Wählern stellt. Die Frage, meine Damen, meine Herren, die Frage, es ist bemerkenswert, ist Ihre Unruhe. Ich kann das alles gut verstehen. Alles gut verstehen. Aber Sie werden mich noch nicht hindern daran, lieber Herr Löffler, nicht? Die Frage, vor der unser Land steht, heißt doch nicht, Herr Kollege Brandt, wie schrumpfen wir uns durch immer mehr Rotstift gesund, sondern die Frage heißt, wie werden wir wieder flott? Wie werden aus Arbeitslosen wieder Arbeiter, die Lohn erhalten und davon Steuern, Beiträge und Abgaben entrichten? Allein das ist die richtig gestellte Frage. Die konkreten Antworten, soweit sie nicht in dem Koalitionsverabredung schon vorliegen, wird die neue Bundesregierung, eine Koalition der Mitte, wird die neue Bundesregierung alsbald in der Regierungserklärung einem ersten Einstieg konkret und präzise, berechenbar, nachprüfbar, solide, verlässlich, mit zukunftsweisender Perspektive hier im Hause abgeben. Und dann können wir diskutieren und dann können wir entscheiden, meine Damen, meine Herren. So ist es der Gang der Dinge. Und wir sagen, meine Damen, meine Herren, mit Bedacht, in dieser Lage, wo die Verantwortung zu übernehmen nicht leicht ist, ich komme noch darauf zurück, Herr Kollege Brandt, auf die Lage. Wir sagen mit Bedacht, meine Damen und meine Herren, wir, diese neue Mehrheit, trauen uns zu, die Karre wieder herauszuziehen. Die bessere Wirklichkeit ist nötig und die bessere Möglichkeit ist auch nötig. Unser Volk steht vor der Frage,
entweder eine Anstrengung zu machen, wie sie nach 45 und in den 50er Jahren, dann kommen wir wieder nach vorn. Oder wir werden zweitklassig. Das ist die Frage, vor der wir stehen. Meine Damen und Herren, unsere nicht die faule Ausrede, anderswo sei es schlimmer, wird der Maß der neuen Mehrheit sein, sondern der Anspruch, hier ist es besser. Und deshalb wählen wir das Anspruchsvollere, nämlich die Wende nach vorn, meine Damen und meine Herren. Als der Bundeskanzler Brandt hier begann, da hatten wir eine erste Debatte, Herr Kollege Brandt, an die Sie sich vielleicht noch erinnern. Ich habe damals für die Opposition hier erklärt, der Schutt der Nachkriegsjahre ist weggeräumt, die Hektik des Wiederaufbaus ist vorbei. Sie treten Ihr Amt an bei Vollbeschäftigung, stabilem Geld und wohlgeordneten Finanzen. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland stand kein Bundeskanzler bei seinem Amtsantritt in einer vergleichbaren Situation. Wir werden sehen, Herr Bundeskanzler, wie Sie von diesem soliden Fundament aus den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Wir sind bereit, Ihnen dabei zu helfen. Ende des Zitats. Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Schimpfen ist kein Programm, meine Damen und Herren. Wer schimpft, hat Unrecht. Ja. Diese Rede. Schloss dann in ihrem innenpolitischen Teil so. Ohne ein Programm, und jetzt erinnern Sie sich mal, Kollege Brandt, an diese 13 Jahre, ohne ein Programm, das den gestiegenen Finanzbedarf für investive Zwecke, für Bildung, Verkehr, Strukturpolitik, Technologie zusammenordnet, ohne den Blick auf die anwachsende Wirtschaftskraft anderer Nationen, welche unsere Stellung im Welthandel in Frage stellen, wurden Haushaltsbelastungen beschlossen. Wir fragen Sie, Herr Bundeskanzler, nach Ihren Argumenten für diese Politik. Es hätte Ihnen und uns allen besser angestanden, nicht einen fröhlichen Einstand zu geben, sondern die Anstrengungen zu fordern, die unser Land machen muss, wenn es modern bleiben will. Wir fragen Sie, auf welche Lagebeurteilung, auf welche Finanzplanung, auf welche Konjunkturverläufe Sie, Herr Bundeskanzler, diese Politik erstmal einen auszugeben gründen wollen. Ich fürchte, schließt dieser Teil. Diese Politik, die sich zu Beginn so billig macht, wird uns am Schluss allen zu teuer kommen. 29. Oktober 1969. Der Schluss ist da, es ist zu teuer. Im Frühjahr 1974 endete die Regierung Brandt, weil sie, so Helmut Schmidt, das Gift der Unsicherheit produziert und gestreut hatte. In der Debatte über Ihre erste Regierungserklärung, Herr Bundeskanzler Schmidt, habe ich Ihnen hier gesagt, in unserem demokratischen Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen, so wichtig die Kasse ist. Sie reden vom Machbaren und vom Möglichen, ohne zu sagen, möglich wozu und machbar warum. Sie reden nirgendwo von einer Perspektive, von einer Konzeption, vom Sinngehalt. Kein kulturrelevantes Wort kommt über Ihre Lippen in der Regierungserklärung. Und der Stabilitätsbegriff schrumpft auf den rein materiellen Stabilitätsgespräch. Ich hatte eigentlich vom ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der wie ich zur Kriegsgeneration gehört, etwas mehr erwartet. Ein Wort zu den geistigen Spannungen dieser Zeit, zu unseren Erfahrungen, zu dem, was wir jungen Menschen hier und in der DDR über den Vorrang von Menschlichkeit vor jeder Politik zu sagen hat. Mit Ihrem Einstand, Herr Bundeskanzler, so wie er bisher vorliegt, haben Sie, so fürchte ich, die Führung abgegeben. Und auf diese Weise werden Sie die politische Führung verlieren, denn die behält nur, wer die geistige Führung behält. So haben Sie sie verloren und so weit ist es nun gekommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie nun aus dem Amt scheiden, Herr Kollege Ehmke, ich meine den Bundeskanzler, dann ist als ein zweites daran nicht so sehr schuld wie Ihre eigene Partei. Und es tut mir leid, auch deren Vorsitzender. Es hätte sicher unserem Lande gut bekommen, wenn Sie so geschlossen, wie Sie eben aufgestanden sind, immer gehandelt hätten, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland seine Politik
versucht hat, hier durchzuhalten, meine Damen, meine Herren. Man hat aus Ihren eigenen Reihen, Herr Kollege Brandt, Ihre Energiepolitik verhindert, indem man aus Notwendigkeiten Optionen macht. Ihre Sicherheitspolitik wurde unterlaufen, indem Ihre Partei eine feste Zusage im Bündnis in eine offene Frage verwandelte. Man hinderte Sie, einen dem Jahreswirtschaftsbericht entsprechende Wirtschaftspolitik zu machen, indem man auf dem Parteitag das Gegenteil von dem beschloss, was Ihr Jahreswirtschaftsbericht mit Recht forderte. Man kündigte Koalitionsabreden zum Haushalt auf. Man streichelte die sogenannte Friedensbewegung, die sich klar gegen Ihre Politik richtete. Die Debatte hier vor der Herzerkrankung des Kanzlers war doch gespenstisch. Der erste Redner der Sozialdemokraten war deren Vorsitzender. Und er ließ nicht nur den Kanzler allein, sondern malte eine ganz andere Politik. Das ist doch die Realität, an die wir uns hier alle erinnern, meine Damen und Herren. Meine Damen, meine Herren, keiner von uns hat über Sie, Herr Bundeskanzler Schmidt, so beleidigend und herabsetzend gesprochen wie einige Ihrer Parteifreunde. Ich unterlasse selbst in dieser Stunde, etwa die Herren Eppler oder Lafontaine noch zu zitieren oder aus dem Buch von Baring die Belege vorzulesen. Es ist bitter für Sie. Man hat Ihnen übel mitgespielt. Sozialisten haben, Herr Bundeskanzler, Ihr Gesicht zerkratzt. Herr Kollege Brandt, Sie haben dann den Schirm gespannt als Parteivorsitzender, als diese Beleidigungen waren. Aber der war so löchrig, dass immer noch genug Spritzer auf den amtierenden Bundeskanzler durchkamen. Herr Kollege Brandt, bevor Sie anderen Verrat vorwerfen oder andere so öffentlich anprangern lassen, prüfen Sie selbst Ihre Haltung zu Ihrem Nachfolger, meine Damen und meine Herren. Auf die Frage der Menschen draußen, und wir spüren das genauso, wie Sie das eben hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler. Auf die Frage der Menschen draußen traut ihr euch zu, einen neuen Anfang zu mehr Freiheit durch soziale Gerechtigkeit wie zum gesicherten Frieden zu machen? Auf diese Frage antworten wir gewissenhaft ja, wir trauen uns das zu. Mit Hilfe aller verantwortungsbewussten Deutschen, mit dem Dienst dieser Koalition der Mitte, wird Deutschland wieder dahin kommen, wohin es gehört, nach vorn. Wir wählen den neuen Anfang. Das war Dr. Rainer Barzel, der den Antrag von CDU, CSU und FDP zum konstruktiven Misstrauensvotum begründete. Eine sehr temperamentvolle Begründung, eine, die mit viel Beifall bedacht wird aus den Reihen von CDU und CSU, eher zögerlicher bei der FDP. Barzel warf auch einen Blick zurück in seine eigene Geschichte, in die Geschichte der sozialliberalen Koalition. Er wandte sich an Willy Brandt, den SPD-Vorsitzenden, und versuchte die schwierige Geschichte der Beziehungen zwischen den maßgeblichen Männern der SPD-Führung aufzusagen. Und nun, Herbert Wehner, der SPD-Fraktionsvorsitzende, geht zum Rednerpult. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mein Vorredner, der Herr Kollege Dr. Barzel, hat den Versuch gemacht, uns und den Bundeskanzler so negativ wie möglich zu schildern. Und ein Satz, den ich mir notiert habe, und das reicht dann, lautet, dass Deutschland in ein krisengeschütteltes Land verwandelt worden sei. Nicht? Sie werden das lange, lange zu tragen haben. Herr Kollege Barzel, Sie tun mir leid, wenn Sie solche Behauptungen aufstellen.
Vor 35 Jahren, 1947, hat Kurt Schumacher in Nürnberg drei Sätze gesagt, die uns allen, und ich meine gerade jetzt, wieder gegenwärtig sein sollten. Erstens, Demokratie beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und der Ehrlichkeit. Zweitens, die Demokratie kann nur leben, wenn die Menschen selbstständig sind und den Willen zur Objektivität haben. Und drittens, aber die technokratische und geradezu kriegswissenschaftliche Handhabung der politischen Mittel führt zum Gegenteil. Ich möchte sagen, wer sich über diese Einsichten kalt hinwegsetzt oder hinwegzusetzen versucht, handelt verantwortungslos und zerstört letztlich unsere mühsam aufgebaute und gefestigte Demokratie. Angesichts der taktischen Klüngeleien, angesichts des unaufrichtigen und auch unwürdigen Schauspiels, das CDU, CSU und FDP jetzt aufführen, bitte ich, mir die tiefe Sorge um die Entwicklung unserer parlamentarischen Demokratie zu glauben. Ich artikuliere meine Befürchtungen nicht nur als derzeitiger Vorsitzender der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, sondern nehme auch einmal in Anspruch, als Alterspräsident des Deutschen Bundestages zu sprechen. Das heißt, als einer, der diesem Parlament seit dessen Bestehen, seit 1949, angehört. In welchem Maß müssen sich die hessischen Wählerinnen und Wähler jetzt verschaukelt vorkommen, die am vergangenen Sonntag alles ihnen Mögliche aufgebracht haben, nämlich ihre Stimme, um den Kohl-Genscher-Pakt doch noch zu verhindern? Und wie betroffen müssen all die Bürgerinnen und Bürger außerhalb Hessens sein, denen jetzt eine Entscheidung verwehrt wird, deren Entscheidung von 1980 für Bundeskanzler Helmut Schmidt und eine sozialliberale Koalition jetzt mit Füßen getreten wird? Ihnen wird von CDU, CSU und von FDP vorgetäuscht, sie würden im März noch einmal gefragt. Darauf spekulieren, dass ich dann ihr Zorn gelegt habe. Dabei ist erkennbar, dass auch dieses Versprechen gebrochen werden soll. Kann man es insbesondere eigentlich unseren jüngeren Mitbürgern verdenken, die von Politikern Charakter, Geradlinigkeit, Glaubwürdigkeit verlangen, wenn sie sich angewidert abwenden? Die Herren Genscher und Graf Lambsdorff mit ihrer Gefolgschaft versündigen sich vor allem an der jungen Generation, indem sie statt Ehrlichkeit Manipulation erlebbar machen. Wer heute im Deutschen Bundestag über das künftige Schicksal dieser unserer Republik zu entscheiden hat, sollte nicht um der Konsequenz eines nun einmal eingeschlagenen Weges willen diesen Weg mitgehen, wenn dieser Weg als der falsche begriffen wird. Die geheime Abstimmung unterwirft den einzelnen Parlamentarier keinerlei Weisung, sondern allein seinem Gewissen. Zu entscheiden ist, ob Herr Kohl jetzt Kanzler wird, den die große Mehrheit der Bevölkerung für überfordert hält, mit dem großen Problem einer krisenerschütternden Zeit fertig zu werden. Oder ob Helmut Schmidt jetzt erneut Gelegenheit erhält, sich der Entscheidung der Wähler zu stellen. Hören Sie doch mit Ihrem Gekreische auf, Herr. Wir haben uns ja auch ruhig verhalten, nicht? Irgendwo krabbelt es bei Ihnen.
Das dürfte wohl auch nicht außer Acht gelassen werden, wie beispielsweise der amerikanische Außenminister Josh Schulz den deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt qualifiziert hat. Nämlich, ich zitiere ihn, niemand unterstützt die westliche Allianz so entschlossen wie der Bundeskanzler. Niemand versteht mehr als er von den Problemen der Wirtschaft bei uns und in der übrigen Welt. Bundeskanzler Helmut Schmidt, so meine ich, sagt Josh Schulz, ist eine der hervorragendsten Persönlichkeiten der Welt. Keiner ist tiefer der Demokratie verhaftet als er. Und ich glaube, wir sollten das dankbar feststellen. Wir haben in der Friedenspolitik Kurs gehalten und Orientierung für andere geben können. Wir haben in der Wirtschaftspolitik Kurs gehalten und das hat uns weitergebracht als manche Wunderkuren in der Welt. Wir haben den Sozialstaat nicht zum Verschiebebahnhof für wirtschaftliche Probleme werden lassen. Mit dem raschen Abbau des Leistungsbilanzdefizits, der Abschwächung des Preisanstiegs, mit den maßvollen Lohnabschlüssen dieses Jahres sind die Chancen für Zinssenkungen. Und er sagt, geht ein älteres Ehepaar in einen Selbstbedienungsladen und stürzt sich gleich auf die Abteilung mit der